Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wenn dieses Video jetzt endlich online geht, dann wurde gerade das neue Honor Magic 4 Pro offiziell für Deutschland vorgestellt. Ich habe hier das Gerät, das ist hier eine komplette Pressebox mit mehr Dingen drin. Ihr seht da auch schon die neue Honor Smartwatch, der Honor Marke Merchandise Kaffeebecher. Wir haben natürlich das Honor Magic 4 Pro, das ich mir jetzt, ich sag mal, nochmal angucke. Denn das Gerät wurde ja bereits offiziell auf dem MWC in Barcelona vorgestellt. Es war nur noch das große Fragezeichen, ob, wann und für welchen Preis das Gerät zu uns nach Deutschland kommt. Das weiß ich jetzt alles, aber wir packen erst nochmal die Box aus. Mit dabei der 100 Watt Drahtloslader. 100 Watt drahtlos laden und da mussten sie, glaube ich, ein bisschen tricksen. Netzteil ist eigentlich normalerweise dabei, jetzt in der Box irgendwie noch nicht. Und wir haben ja immer so eine Verlustleistung beim drahtlosen Laden. Deswegen muss das Gerät, der Lader, stärker sein. Ne, guck mal hier, 135 Watt. Und dann sind hier noch Honor, ich glaube, Gummibärchen in der Box drin. So, damit haben wir alles. Ich hau mal direkt das Wichtigste raus, beziehungsweise das, was ja noch nicht bekannt ist. Der deutsche Preis. 1100 Euro, beziehungsweise Marketing-Sprech 1099. Es gibt nur eine Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Ab heute darf darüber berichtet werden. Ab dem 24.05. geht das Gerät dann in den Verkauf. Ich glaube, das Ähnliche gilt dann für die Honor Uhren. Die gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Und. Ach ja, Bundle-Aktion gibt es irgendwie auch. Ne, irgendwie im Vorbesteller-Zeitraum. Wer ein Magic 4 Pro kauft, kriegt die Uhr und kriegt den drahtlosen Lader da irgendwie noch mit dazu. Ne, dann rechnet sich das Ganze natürlich wieder schön. Ich glaube, Honor sagt da irgendwas, das sieht man jetzt wahrscheinlich überall rauf und runter. Spare fast 400 Euro UVP. Ich mache es mir dann immer einfach und sage, ne, verkauf die Goodies zum halben Preis, kriegst du sie immer weg. 200 Euro, sage ich jetzt mal, dann rechnet man sich das Gerät schön und schon ist man bei 900 Euro oder vielleicht auch was drunter für ein Honor Magic 4 Pro. Aber ob das überhaupt eine gute Idee ist, was das Gerät denn überhaupt taugt, finden wir jetzt raus. Ich freue mich nur, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ein Schneekönig, dass Honor mit A wieder auf dem Markt ist, wissen wir ja schon, aber jetzt auch wieder mit einem Flagship auf dem Markt ist. So, jetzt komplett von Huawei losgelöst, bin ich dabei gespannt. Das ist, ne, Farbe Cyan. Das dürfte was Bläuliches sein. Ne, ist noch... Schön. Gut. Ich kann mir auf die Fahne schreiben, ich habe noch nie gegen NDA verstoßen. Also ich habe immer die Fristen eingehalten und hatte das immer auf dem Schirm, ab wann man was machen darf. Finde ich gut, sowas nochmal mit Post-its drauf zu packen auf die Geräte selber. Da wisst ihr es, wahrscheinlich international gibt es auch schon früher Reviews. Oft ändert sich auch bei den Review-NDAs was drunter, dass es dann auch schon früher geht oder es dann nach ein paar Tagen schon kommt. Ne, hier NDAs, bla bla bla, die Amis haben schon was oder die Italiener haben schon was rausgehauen, dann dürfen die Deutschen jetzt auch und. Ich stürze mich jetzt erstmal auf das Gerät und guck mal, was da alles so dabei ist. Ah, da haben wir schon. Genau, Blau Cyan ist die hellere Farbe. Spiegel. Shiny, shiny. Also, das hier ist definitiv glänzend, glänzend. Aber es ist ein glatt. Moment, ist das jetzt matt glänzend? Es ist beides. Das ist, nicht, wenn man irgendwie von der Seite guckt, ist es eher so matt glänzend. Und wenn man, naja, ihr seht es an den Spiegelungen, ist es eher dann doch glänzend, glänzend. Warten wir mal ab, wie das Gerät von den Fingerabdrücken gleich aussieht. Auf der Rückseite, hier steht zwar was von 100-fach digitalem Zoom. Ja, warten wir mal ab. Aber, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, dann hatten wir hier eine 50-Megapixel-Hauptkamera. Wir haben eine 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, ne? Haupt- und Weitwinkel. Und dann haben wir eine 64-Megapixel-Teleskopkamera, beziehungsweise Zoomkamera. Ich glaube, das ist 3,5-fach optischer Zoom, schreiben Sie es drauf. Nee, ich glaube nicht wirklich. Und das vierte, ich glaube, das vierte ist gar nichts. Ne, hier haben wir unten ist der Blitz, aber beim vierten wüsste ich jetzt nicht, was es ist. Frontkamera, so viel kriege ich auch noch hin, sind 12 Megapixel. Aber mit diesem Doppelloch, wir schalten es auch direkt mal ein, bevor wir gucken mal auch noch an, was sonst noch in der Box ist. So, es vibriert. Es ist, wenn ich das jetzt hier mal direkt so sagen darf, es ist ein großes Gerät und es ist immer wieder ein breites Gerät. Das sind 6,81 Zoll. Das ist groß. 215 Gramm, 4600 mAh Akku. Es ist eindeutig eher ein, ja, das ist vor allem, es ist nach den ganzen, was soll man sagen, wo ich immer gesagt habe, schlanken Geräten teilweise, ist das hier gerade mal wieder ein breites Gerät. Als ob da wirklich einer gesagt hat, wir kloppen mal mit dem Hammer drauf, machen es breit, weil wir
ganz viel Display wollen. So, dann gucken wir jetzt aber erst noch, was ist denn sonst noch in der Honor Magic 4 Pro Box dabei? Wir haben ein fettes Ladegerät, das dürften jetzt nämlich auch die 100 Watt sein. Genau, 100 Watt, ach ja, steht nochmal da. 100 Watt USB-A auf USB-C per Kabel, weißes Zubehör, graues Zubehör. Also, das Ding hat sowohl 100 Watt kabelgebundenes Laden als auch 100 Watt drahtloses Laden. Hier haben wir noch einmal eine Hülle und Anleitung nicht. Ach, das sind ja wieder Pressesamples. Da fehlt ja dann wahrscheinlich die finalisierte deutsche Übersetzung. Ne? Im Original wäre dann wahrscheinlich hier noch eine Anleitung dabei. Das ist auch mal eine Hülle so groß wie eine Katze, ein Loch so groß wie eine Katzenklappe. Ja, warum nicht? Aber hey, muss man ja auch wiederum lobend erwähnen. Ne? Wir haben A-Geräte, die sowieso noch eine Hülle beilegen. Und vor allem haben wir hier ein Flagship-Gerät, was ein Ladegerät dabei hat. So, Flagship deswegen, unter der Haube ist der Snapdragon 8 Gen 1, ne? Alles wieder mit dabei. IP68 Zertifizierung, drahtloses Laden hatten wir ja schon mal. Den ganzen anderen Rest, da gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, muss ich erstmal wieder mich reinfinden. Wie gesagt, wurde ja auf dem MWC schon vorgestellt. Ich stürze mich aufs Abenteuer und guck mir hier die Fingerabdrücke mal wieder. Was ein Fingerabdruckmagnet. Aber wir gehen ums Gerät rum. Ich komme an die An- und Aus-Taste mit rechts, ja, kein Problem, an leiser auch noch, an lauter, ja, wenn ich mich sehr strecke, ne, dann bin ich aber schon am Maximum, aber ich komme so einigermaßen hin als Rechtshänder. Als Linkshänder komme ich an An- und Aus, an leiser und an lauter, ne, kann ich knicken. Aber Tasten sitzen, das wackelt nicht, das passt, wir sehen das 6,81 Zoll OLED-Display leicht gebogen. Wir gehen um das Gerät rum, oben dann, ist das Infrarot? Hat das Ding einen Infrarot-Port? Das wäre mal was, ich will nicht sagen was Neues, aber das ist ja eigentlich bisher was, was Xiaomi hatte. Da bin ich jetzt aber gerade, ja, gucken wir mal. Mikrofon, Lautsprecher, auf der linken Seite Antennenstreifen, ansonsten nichts. Und ein SIM-Kartenschacht, die haben kein Micro-SD, keine Speicherplatzerweiterung, USB und, ach so, da nochmal Mikrofon und der ja, Stereo-Lautsprecher auch noch vorhanden. Das ist ja scharf. Es ist tatsächlich ein Infrarotsensor da oben. Rückseite hatten wir ja schon. Kamera liegt ein bisschen, steht ein bisschen raus, aber das ist ja wieder so ein Gerät. Da ist es hier wumpelt, weil die Kameras mittig sind. Nö, da wackelt nichts. Also zumindest hier unten, wenn ich eine eingeblendete Tastatur habe und dann so tippe oder wische oder sowas. Schön. Gut. Das war's. Ne? Das so, ja. Großes, breites Smartphone und ich sag's nochmal, willkommen zurück, Honor. Jetzt will ich aber sehen, was ihr hier abliefert. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.